Ja, der erste Eindruck ist doch schon mal sehr vielversprechend. Dann würde ich mal vorschlagen, als nächstes gehen wir wieder zurück zu den Sternhafendiensten, rufen uns die Werft auf und gehen mal in die Verwaltung unserer Schiffe. Jetzt ist ja der Neuerwerb gleich auch als aktuelles Schiff hier gezeigt. Alle anderen Schiffe, die seht ihr zwar auch, die ihr habt, aber da diese Schraffur drin ist, bedeutet das, dass sie nicht auf diesem Sternenhafen zur Verfügung stehen, sondern woanders geparkt sind. Man könnte sie nun hierher transportieren lassen. Hier seht ihr auch die entsprechende Zeit, die das in Anspruch nehmen würde. Und kostet natürlich auch. Das könnt ihr hier gleich ablesen auf diesem entsprechenden Tab. Hier seht ihr die Kosten, die das verursachen würde, dieses Schiff per Shuttle Service von der einen Station, wo sie geparkt ist, hierher zu transportieren. Das ist mal eine ordentliche Hausnummer. Und je größer das Schiff ist, hier könnt ihr das an der Anaconda zum Beispiel sehen, nur mal ein Beispiel, so ein richtig teures Schiff, so, das kostet dann schon mal gleich 1,4 Millionen. Und zwar nur der reine Transport hierher. Deswegen macht das wenig Sinn, die Schiffe überall verstreut zu haben, sondern eher mal so ein bisschen zusammen auf einem Hafen zu platzieren. Nun, wir können nur mit einem Schiff unterwegs sein. Deswegen würde ich vorschlagen, nach dem kleinen ersten Kontakt als Pilot können wir unsere Sidewinder gerne hier auch nun zu barem machen, indem wir es hier als gelagertes Schiff, ebenfalls gelagert auf dieser Station, nun zu Geld machen und uns mal eben diese 309.000 Credits wieder aufs Konto gutschreiben lassen. Schiff verkaufen, bestätigen, machen wir. Und schon ist sie weg, verschwindet auch aus unserer Liste. Trotzdem bleibt unsere Imperial Eagle, die wir ja als letztes jetzt gekauft haben, hier erhalten. Ja, das war das. Dann gehen wir zurück. Haben hier eigentlich nichts weiter zu tun. Können diesen entsprechenden Werftdienst verlassen und begeben uns direkt hier drüben rechts in die Ausstattung. Und fangen nun mal an, unser Schiff zu designen. Das muss natürlich nun jeder selber wissen, wie er sein Schiff persönlich ausstattet. Ich bin jetzt noch gar nicht sicher, was ich eigentlich als nächstes machen möchte. Könnte mir vorstellen, dass ich mal zum Beispiel entweder eine kleine Bergungsmission mache, wo ich das Schiff zu brauche, um dorthin zu fliegen. Möglicherweise werde ich unterwegs angegriffen, brauche also auch vielleicht ein bisschen Waffen, eventuell auch mal auf Piratenjagd gehen, ein bisschen Erkundungsscannen wäre auch nicht schlecht, um neues Geld zu verdienen, gutes Geld zu verdienen, um vielleicht weitere Ausstattungen sich leisten zu können oder auch andere Schiffe. Schauen wir mal. Ihr wisst ja, worauf es ankommt. Hier unten immer schön auf die Energie achten, dass sie sich im roten, in dem Falle Bereich doch befinden. Und ansonsten, ja, möglichst viel Sprungreichweite rausholen, wenn es irgendwie geht. Gucken wir mal, was wir so haben. Wir haben also eine Ausstattung von den Aufhängungen, diesmal drei Aufhängungen. Zwei sind wie immer schon mal vor Grund ausgestattet, auch mit der 1er Klasse. Und zwar in dem Falle als fest montierte Impulslaser. Die wollen wir auf gar keinen Fall haben. Das heißt, die können wir auf jeden Fall schon mal ersetzen. Und in dem Falle brauchen wir es auch nicht einlagern, sondern können dieses Modul gleich verkaufen. Brauchen wir uns also nicht weiter mit auseinanderzusetzen, wird wegmontiert und das Geld dazu können wir uns auch gleich wieder aufs Konto schreiben lassen. Nun, mit welcher Geschichte man hier drüben anfängt, das ist ganz individuell. Ich persönlich mache es wirklich der Reihe nach, aber das liegt halt auch daran, dass ich normalerweise aufs Geld nicht mehr gucken muss. Ihr solltet natürlich am besten bei der Basisstation, bei der basisinternen Station anfangen. Dann schauen wir als erstes mal nach unserem Frameshift-Antrieb. Den nehmen wir uns als erstes vor und möchten dieses Modul eben ersetzen. Gucken wir mal. Und da ich ja gesagt habe, dass es auf dieser Station nicht nur alle Schiffe gibt, sondern auch jedes Modul in jeder Ausbaustufe, könnt ihr das hier direkt mal überprüfen. Also, es ist alles da, was das Herz begehrt. Die Schraffierten heißt nicht, dass sie nicht vorrätig sind, sondern nur, dass sie eben nicht in unser jetziges Schiff, in dem Klasse 3 Slot, den kann man ja hier oben angucken, was bei uns jetzt drauf ist, eingebaut werden können. Wir können ja nur bis maximal 3 gehen. Dann schauen wir mal. 3A
schlägt natürlich gleich mal richtig zu Buche mit 445.000 Credits. Das erhöht zwar die Sprungreichweite auf direkt mal im Moment 19,75, aber braucht sehr, sehr viel Geld am Anfang. Deswegen würde ich sagen, lieber mal ein bisschen kleiner rangehen, reicht auch erstmal. Da haben wir noch ein bisschen mehr Geld übrig, aber so ein 3B, den kann man schon mal nehmen. Den bauen wir mal da ein. So. Und bevor das wieder alles vergessen wird, kann nämlich gut sein, dass in dem Falle, weiß ich jetzt nicht, müssen wir schauen, das alte Modul gleich eingelagert wird, kann man hier unten über diesen Tab mal hineinschauen und da sehen wir schon, den Frameshift-Antrieb von eben, den hat er nicht zu Geld gemacht, sondern den hat er hier gelagert. Und das wollen wir eigentlich gar nicht, brauchen wir nicht. Den können wir gleich wieder verkaufen und uns das entsprechende Geld für diesen Frameshift-Antrieb wieder zurückholen. Den können wir also gleich wieder aus dem Lager entfernen, brauchen wir nicht. So, dann gehen wir wieder zurück. Jetzt haben wir also einen besseren Frameshift-Antrieb. Die Schubdüsen, die ersetzen wir natürlich auch. In dem Falle Modul ersetzen. Gucken wir mal, was wir haben. 3A wäre das Beste. Die hauen natürlich auch wieder gleich energietechnisch richtig zu. Und kostentechnisch auch. Also da ist richtig ordentlich Geld dahinter. Würde ich auch mal vorschlagen, vielleicht machen wir da erstmal 3B rein. Reicht ja erstmal. Und kostet nicht ganz so viel, nämlich nur 148.000. Das sind wir also bei ungefähr so überschlagen 300.000, die wir los sind. Haben wir also noch Luft nach oben. Dann sollte man als nächstes den Energieverteiler auch auswechseln. Machen wir ebenfalls. Modul ersetzen. Können wir wieder gucken. Ist ein Zweiermodul. Der 2A-Verteiler, der ist nicht so teuer, aber gut zu wissen, dass wir den verwenden können. Dann kaufen wir uns also auch gleich mal den A-Verteiler. Denn damit kann man die Energie während eines Kampfes zum Beispiel schnell und effizient zwischen Schild, Antrieb und Waffen hin und her schalten und der Kondensator wird möglichst schnell und effizient aufgeladen. Den sollte man auf jeden Fall drin haben. Die Sensoren ist natürlich so eine Sache, würde ich persönlich auch immer gerne entsprechend ausrüsten. Aber auch das könnt ihr sehen, bei der Energie hier unten, wenn wir jetzt die A-Sensoren nehmen, die hauen dann schon wieder gleich richtig rein. Aber das macht nichts. Je früher man etwas erkennen kann, ob nun Feinde, Schiffe, Ziele, was auch immer, desto besser ist das. Deswegen meine Empfehlung persönlich, so gut wie es geht, alles auf A. Den Treibstofftank kann man nicht verbessern, der ist immer automatisch als bestmögliches Modul hier verbaut. Lebenserhaltung. Dieses Modul würde ich auch ersetzen. Es muss nicht direkt die A-Version sein, aber ist durchaus empfehlenswert bei Anfängern, denn, schaut mal her, bei der A-Version ist der Notfall-Lebenserhaltungszeitraum immerhin 25 Minuten im Vergleich zu dem einfach ausgestatteten 5 Minuten. In 5 Minuten kann man selten das System verlassen und zusätzlich noch eine Station mit Landen anfliegen, dann ist die Zeit inzwischen abgelaufen und dann nützt einem das nichts mehr. Also den sollte man auf jeden Fall mal wenigstens auf 15 Minuten setzen, wenn es das Geld erlaubt, durchaus Höchststufe 25 Minuten reicht völlig, um normalerweise zu flüchten. Ja, da sind wir doch schon gut dabei eigentlich. Was haben wir noch? Das Kraftwerk, das gucken wir uns dann gleich an, wenn wir mit dem Rest durch sind. Legierungen, das ist auch eine wichtige Sache. Je besser die Legierungen sind, desto länger hält unser Schiff bei einem Kampf durch. Die standardleichten Legierungen sind natürlich nicht so toll. Sie haben also zwar einen kleinen Booster, aber der kinetische Widerstand ist schon negativ und der Detonationswiderstand ist auch negativ. Vom thermischen Widerstand ist er etwa gleich. Das sollte man sich also überlegen, was man da nimmt. Da gibt es natürlich richtige Brummer, das sind solche Sachen hier, die kosten auch dann richtig Geld, sind aber auch nicht unbedingt für alles gut zu empfehlen. Das muss man sich dann mal anschauen, was man dann später eventuell da macht. Aber sie boosten auf jeden Fall den Rumpf gewaltig, nämlich 250%, und das ist schon mal ordentlich. Was ich gerne nehme und was auch normalerweise gut bezahlbar ist, sind hier die Militärkomposit-Ausstattung. Kosten zwar 200.000 Tacken,
im Gegensatz zur verstärkten Legierung, aber sie haben immerhin schon mal einen Rumpfbooster von 250 und das kann man sich ja durchaus mal gönnen. Wir haben's doch. Also, hauen wir das mal rein hier gleich. So, jetzt haben wir ausgegeben 300, 500.000 etwa, ne, so ganz grob gesagt. Sind gut dabei, das Kraftwerk müssen wir uns noch vorbehalten, können wir aber schon mal gucken, indem wir das Modul mal ersetzen. Von 2D, was drin ist im Moment, auf 2A, würde gar nicht mal so viel kosten. Und jetzt 3A schlägt dann natürlich schon mal richtig zu Buche, aber muss auch nicht unbedingt sein. Kann man also auch durch ein kleineres ersetzen. 3B wären also noch mal circa 140.000. Können wir schon mal reinbauen. Kann man ja später noch zusätzlich wieder austauschen. Muss man sich merken, 140.000 sind also noch sozusagen in der Hinterhand. Dann kann man hier schon mal ein bisschen besser mit dem Energielevel arbeiten. Kann man dann zum Schluss noch gucken, ob genug Geld übrig ist. Jetzt im Moment haben wir ja ohne das Kraftwerk ungefähr 500.000, mit Kraftwerk 650.000 gekauft. So, jetzt sind wir, glaube ich, hier in der Basisausstattung schon mal ganz gut durch. Ist auch alles so weit gut ausgestattet. Prima. Dann gehen wir zur Option und gucken, was da so angesagt ist. Ja, der Schildgenerator, ganz wichtig natürlich von außen. Den sollte man auf jeden Fall gucken, was er so hergibt. Und da ich ja gesagt habe, hier gibt es alles und jedes, muss es auch den Schildgenerator hier in dem Modulkatalog geben. Ich muss ihn nur finden. Wo ist er angesiedelt? Zeig dich, da ist er doch schon. Schildgenerator und dann auch wieder in allen Ausstattungen. Hier oben kann man gucken, wir brauchen Klasse 3. Mehr geht sowieso nicht. Sollte dann auch normalerweise nicht zur Verfügung stehen. Größte der Möglichkeiten wären 450.000, wie immer. Aber auch da kostet das gleiche. Kleinere Modul gleich mal eine ganze Ecke weniger. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch erstmal den B rein. Sind wir schon mal eine ganze Ecke besser unterwegs. Frachtgestell weiß ich noch nicht. Müssen wir uns angucken. Schauen wir das Ganze von hinten an. Wir haben beides drin, den Super Cruise Assistenten und den erweiterten Landecomputer. Ja, schauen wir mal, ob wir uns die gönnen, drin lassen oder ob wir die eventuell ganz rausschmeißen und dann andere Dinge einbauen. Aber für den Anfänger lasst mal ruhig die Assistenten drin. Ihr könnt sie ja bei Bedarf auch ausschalten und manuell fliegen, aber wenn es denn gar nicht klappen sollte aus irgendwelchen Gründen, dann ist es gut zu wissen, dass man noch einen Assistenten an Bord hat, der dann zumindest mal ein sauberes Landen hinkriegt. Gut, dann haben wir hier noch zwei Slots mit Klasse 1. Das ist gut, denn wir brauchen auf jeden Fall, das haben wir ja schon gelernt, den Detailoberflächenscanner. Ja, wo finden wir den jetzt wieder? Müssen wir gucken. Augenblick, Aufklärungsdrohnen, nein, 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 da haben wir doch Oberflächenscanner. Der Detailoberflächenscanner und der kostet halt, ne, richtig Geld. Ist aber billiger, wie ihr seht, als auf der anderen Station. Hier gibt es also nicht nur die Schiffe, sondern auch die Module mit einem gewissen Rabatt. Kurz nachrechnen, wir waren bei 500.000, 650.000 mit dem Schildgenerator, 700, 850.000, muss sein. Müssen wir kaufen, machen wir, rüsten wir aus. Geht auch ganz locker. Denn das ist ein ganz entscheidendes, wichtiges Tool, um Geld zu verdienen unterwegs und Daten sammeln. Ja, jetzt haben wir noch eine ganze Menge mehr Möglichkeiten. Dann würde ich doch mal vorschlagen, dass wir erstmal hier einen Planetenhangar einbauen, damit wir auch ein SRV mit an Bord nehmen können. Das geht gar nicht, sehe ich gerade, denn der militärische Innenbereich ist ein besonderer Bereich, den manche Schiffe bieten. Da kann man nicht alle Sorten Module einbauen, sondern nur die, die hier angeboten werden. Und erinnert ihr euch, was ich euch zu den Rumpfhüllenverstärkungen gesagt habe? Das ist ein typisches Modul, was bevorzugt und in dem Fall auch ganz besonders wichtig in diesen militären Slot eingebaut werden kann. Das machen wir mal. Denn das ist eine gute Sache und da sollte man sich auch den Besten gönnen, der zur Verfügung steht.
denn der hat am meisten Rumpfverstärkung. Das kann man ja hier drüben immer ablesen. Ne? Desto kleiner, desto weniger. Also machen wir natürlich hier den besten rein. Der kostet ja auch nur schlappe 31.000. Hilft aber, unseren Rumpf zu verstärken. Und das ist gut im Überlebenskampf. Ja, das Frachtgestell, wie ich das so sehe, wird wahrscheinlich weichen müssen. Denn bevor ich ein Frachtgestell on Bord nehme, dann ersetze ich dieses Modul lieber. Wir können es auch gleich verkaufen, denn eigentlich brauchen wir es nicht mehr. Und danach nochmal drauf. Und hier hätte ich gerne einen Planetenfahrzeughangar. Den gibt es nämlich erst ab Modulklasse 2 zu kaufen überhaupt. Da gibt es zwei verschiedene. Der eine ist etwas leichter. Ne, der hier, der hat 6 Tonnen Masse. Dadurch können wir im Sprung weiter fliegen. Und der ist schwerer. Ist zwar etwas billiger, aber kostet uns wieder Sprungreichweite. Also sofern das Geld da ist, und das sind ja auch nur schlappe 18.000, nehmen wir den mit. Und dürfen wir nicht vergessen, gleich nachher oder gleich in die Fahrzeugbucht zu gehen und auch das passende entsprechende SRV einzubauen. Ja, und das Tolle ist, wie gesagt, auch hier an dieser Station gibt es beide Sorten von Wackis zu kaufen. Das ist der neue, der Scorpion. Der ist besonders gut zum Kämpfen geeignet. Der hat einen Raketenwerfer dabei und so eine Multikanone. Aber leider Gottes hat er nur 2 Frachtkapazitäten. Das heißt, man kann nur 2 Dinge an Bord nehmen. Dann muss man erst wieder zum Schiff zurückfliegen, um die ausladen. Und dann kann man wieder neue Sachen einladen. Ansonsten ist er eine tolle Sache. Kann man ja später mal ausprobieren oder sogar mehrere solche Buchten einbauen. Dann kann man von jeder Sorte einen einbauen. Ich würde mal sagen, für den Anfang nehmen wir uns mal den hier, den Standard SRV, der schon immer dabei ist, denn der hat eine Frachtkapazität von 4 und ist auch ansonsten sehr universell zu gebrauchen, speziell auch notwendig, wenn man auf Planeten Material sammeln möchte. Das geht nur mit diesem, denn der hat einen speziellen Scanner drin. So, das haben wir jetzt auch eingebaut. Gehen wir zurück zu unseren optionalen Modulen. Die Rumpfverstärkung ist drin. Jetzt hätten wir hier noch einen freien. Tja, weiß ich jetzt im Moment leider auch nicht so richtig, was wir da machen können sollen. Muss ich mal überlegen. Mit dem 1er, was können wir da eventuell machen? Ist so eine Sache. Drohnen abfeuern macht keinen Sinn. Dazu brauchen wir Frachtkapazität, denn die Drohnen, die wir dann abschießen zum Sammeln von irgendwelchen Dingen, müssen wir ja schließlich selber auch mitnehmen. Wir könnten eventuell eine Passagierkabine einbauen, aber so eine einzelne Passagierkabine bringt jetzt eigentlich auch nicht so den Brüller. Ja, boah, eigentlich im Grunde genommen im Moment ist das so eine Sache. Dann würde ich sagen, wenn einem nichts anderes einfällt und man nichts anderes mehr weiß, was man noch machen kann, entweder einen Treibstoffsammler hinzupacken, können wir in dem Falle machen. Nehmen wir uns mal einen richtig guten 1A vielleicht, denn der lädt, wie gesagt, von der Sammelrate, glaube ich, am besten. Packt man noch mit rein. Kann ja nicht schaden. Ja, und damit sind wir dann eigentlich auch zumindest mal hier erstmal durch. Und dann haben wir noch die Werkzeugsteckplätze. Da haben wir leider nur einen. Und das, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist der Düppelwerfer. Hier gibt es auch das Punktverteidigungsgeschütz, von dem ich schon sprach. Aber da wir nur einen Steckplatz haben, wäre da ganz klar für mich die Wahl des Düppelwerfers, ihn da hinzusetzen. Der kostet auch nicht viel. Ja, dann sind wir insoweit jetzt durch, dass wir nur noch unsere Aufhängungen uns angucken müssen, was wir hier noch einbauen möchten an zusätzlichen Waffen. Ja, die mittlere Aufhängung könnte man jetzt zum Beispiel mit einem großen, starken Laser ausstatten und die beiden kleineren eventuell mit kinetischen Waffen. Ich persönlich würde aber was ganz anderes empfehlen, ganz ehrlich. Ich würde bei der großen mir vielleicht eventuell Mehrfachgeschütze einbauen. So, mal gucken. Oder eine Kanone, ein Plasmabeschleuniger, sowas in der Art. Und dann gucken wir nur zunächst mal zurück, denn wir haben jetzt noch 2 kleine leere Aufhängungen von der Klasse 1, die jeweils rechts und links im
System hängen. Dann machen wir es doch mal ganz cool. Die mittlere Aufhängung zum Zielen nachher ist genau in der Mitte des Schiffs. Dann gehen wir mal hier hin und setzen hier nun Raketen ein. Schauen wir mal, die optimierten Raketenrampe, die es übrigens auch hier gibt und fast nur hier gibt. Ich habe die sonst noch nirgendwo anders entdeckt. Da sollte man mal gucken, ob wir die nun hier einbauen können. Auf ein starres Gestell montiert, ist das eine tolle Sache. Denn diese optimierten Raketen, na, bleibt doch mal auf dem Reiter drauf. Die kosten zwar richtig Geld und auch richtig Energie, aber die haben einen Munitionsclip von 12. Können wir also 12 mal hintereinander schießen und insgesamt eine maximale Munition von 64 dabei. Und die nächst kleinere Variante, die auch als optimierte hier zu kriegen ist, die ganz wenig nur kostet und die kostet auch nicht so viel Energie, die hat immerhin auch einen Munitionsclip von 8 Schüssen und auch eine maximale Munition von 64. Das heißt also, die hier hat insgesamt nicht mehr Munition als die kleinere Variante. Sie kann halt nur länger am Stück feuern, kostet aber auch riesig Energie und kostet auch richtig Geld. Da macht auch die kleine durchaus Sinn, sie einzubauen. Einfach des Geldes wegen kann man die nehmen. Und das machen wir auch mal. Die rüsten wir mal aus. Obwohl das die Klasse 2 ist, spielt keine Rolle. Man kann also kleinere Module auf jeden Fall einbauen. Und bei den kleinen Aufhängungen, da machen wir uns nun Strahlenlaser rein. Mal gucken, das ist eine andere Variante, die aber besonders effizient und gut geeignet ist, wenn man in einem Kampf verwickelt ist. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier auch wieder unsere kardanische Aufhängung finden vom Strahlenlaser. Wisst ihr ja noch, hat dieses Symbol und in dem Falle wird diese Variante hier angeboten. Dann rüsten wir uns die auch auf und weil das so schön war, machen wir das gleich hier nochmal. Kostet ja nicht die Welt, wie ihr seht, ist alles im bezahlbaren Bereich. So, und wenn das Geld es euch erlaubt, deswegen und nur dann, wenn ihr auch gut gerüstet sein wollt, eventuell, wenn ihr angegriffen werdet von Piraten, dann sind die Strahlenlaser ganz gut, um zumindest deren Schilde runterzuballern. Und da wir ansonsten keine andere Optionen haben als kinetische Waffe, dann kann man natürlich, und dann ist es auch gut, wenn man die Raketen in der besseren Stufe hat, dann ist es gut, nämlich wenn man länger ballern kann. Deswegen rüste ich jetzt speziell, aber nur weil auch das Geld es reicht. Aber auch bei euch müsste es reichen, habt ihr ja zusammengezählt, die zweite Variante da einzubauen. Dann ist einfach ein bisschen mehr Power drauf. So, jetzt haben wir eigentlich alles soweit ausgerüstet, glaube ich. Werkzeugsteckplatz. Warum habe ich hier keinen Düppelwerfer? Den habe ich doch eingebaut, oder? Hatte ich den vergessen? Gut, dann hat sich das jetzt erledigt. Deswegen immer noch mal schauen. Kann nie schaden, ob wirklich alles verbaut ist, was man braucht. Intern Basis. Und nun kümmern wir uns als letztes um unser entsprechendes Kraftwerk. Denn ihr seht, all das, was wir eingebaut haben, würde im ausgefahrenen Zustand doch mal heftig ins Negative gehen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen wäre hier der Ausbau des Kraftwerkes durchaus angemessen. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch zur Verfügung haben. Ich hoffe, wenn wir unser 3A hineinbauen, ja, es reicht leider immer noch nicht ganz, aber das muss sein. In dem Falle, bei der Ausbaustufe, sollte man das Kraftwerk tatsächlich entsprechend, soweit es geht, ausrüsten. Wir müssen wahrscheinlich noch Module abschalten, in dem Fall, damit wir von der Energie nicht angemeckert werden. Das können wir aber nachher überprüfen, wenn wir im Schiff sind, beziehungsweise wenn wir draußen sind. Kann also durchaus sein, dass es doch richtig wäre, den anderen Raketenwerfer zu nehmen oder eventuell einen anderen Laser. Das muss man dann im Zweifelsfalle austüfteln, bis das optimale Verhältnis zueinander erreicht ist. Ja, soweit zur Ausstattung. Im nächsten Workshop beziehungsweise im nächsten Video geht es dann mit der Action richtig los. Dann werden wir mal ein paar Missionen uns vornehmen. Bis dann. Tschüssi.